Willkommen zurück, Leute, bei The Legend of Zelda, Link Between Worlds. Im letzten Part wollte ich euch einen Glitch zeigen, hat aber nicht funktioniert. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob ich euch dann ein Video eingeblendet habe oder nicht. Und jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Wo müssen wir denn eigentlich noch hin? Hier runter gleich. Na, dann machen wir das doch als erstes. Ich höre Mai. Gut, dass das nicht offensichtlich war. Was? Tut mir leid, das ist alles meine Schuld, bitte entschuldige. Was? Deine Frau hat dich geschickt, um mich zurückzuholen. Was? Oder wie hast du mich eigentlich gefunden, Mann? Der Eingang war so gut. Was? Du bist doch nicht gekommen? Oh Gott sei Dank, hast du Lust, mir zu helfen? Ja. Was? Echt? Mir gehört dieser Laden in Kakariko, aber er verkauft einen Apfel und... Ja. Dann hast du... Nein. Dieser Apfel, ich habe ihn gegessen und die Wirkung, schreckliche Schmerzen, Stunden auf dem Klo, reden wir nicht weiter davon. Aha. Deine Gedanken waren plötzlich klar. Ja, hast du ja auch. Hört sich so an, ja. Eine Fluchtfrucht. Okay, ich bringe dir eine Fluchtfrucht. Aber nicht jetzt. Erstmal möchte ich das Mai suchen, das hier irgendwo rumquietscht. Komm, kleines Mai. Du hast ein kleines Mai. Zu Mama Mai. Sehr cool. Ich habe nämlich gar keine Feen mehr. Ich habe alle Feen verbraucht. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein paar Feen. Gibt es hier eigentlich eine Eule? Also halt so ein Teleporter? Speicherpunkt halt. Oh, ich weiß, was ich machen muss in der Schattenwelt. Wo ist das Mai? Doch, richtig gehört. Das kann man jetzt machen, wenn man in der Wüste schon war. Ich hab's. Ich aktiviere das einfach mit dem Bumerang. Aha. Der Schatz ist frei. Ja, aber der Bumerang. Wand kann ich mich da auch nicht hinhängen. Nein. Hä?
da gar nirgends hinziehen mit dem blöden Enterhaken. Bestimmt habe ich jetzt schon alles versaut. Von hier aus kriege ich ihn doch. Es wäre doch gelacht. Ich finde den Bumerang blöd. Ich mag Bomben lieber. Weil Bomben sind am coolsten. So, und was ist drin? Geld. Das war so hundertprozentig nicht gedacht. Aber es ist mir vollkommen wurscht. Tschüss. Hihihihi. Das will ich haben. Aber ich glaube, da komme ich aktuell nicht hin. Oder kann ich da unten was sprengen? Oh, mein Kreuz. Also, was heißt mein Kreuz? Eigentlich ja mein Nierenbeck. Der Akku ist schon wieder fast leer. Irgendwas stimmt doch da nicht. Aha. Na, wenn der Stecker nicht in der Steckdose steckt, ist klar, dass es nicht lädt. Stecker, los, stecke in der Steckdose. Und Rinder, was gibt's hier so? Ich glaube, hier drin gab's Mai Mai. Hier gibt es erstmal das Herzteil, oder? Jo. Yay, ein weiteres um einen weiteren Herzcontainer zu kriegen. Da. Ja, genau, ich wusste doch, dass hier eins war. Komm. Sein verirrtes Mai Mai gefunden. Bring es zu Mama Mai Mai. Mama Mai Mai. 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 Mai, Mai, Mai. Und was gibt's hier drin? Das ist doch mal gucken. Hier war ich schon mal. Hier war ich doch schon mal, oder? Ja. I can remember. Remember, remember the 5th of November. Haha, haha. Ja, dann gehen wir in den nächsten Dungeon, oder? Wenn ich mal den Teleporter finden würde. Aha. War der nicht hier oben? Doch. Ein Mai Mai. Ein kleines Mai Mai. Hallo Mai Mai. Kleines Mai Mai. Mai Mai. Wir haben schon über die Hälfte aller Mai Mai. Aller Mai Mais. Dich kenne ich doch. Wer ist da? Du? Der mir geholfen hat zu entkommen? Erinnerst du dich an mich? Na klar. Deine Haare sind unverkennbar. Ich bin Hals über Kopf aus dem Dorf abgehauen. Ich habe genug von dem ganzen Pack. Du hast mir damals sehr geholfen aus der Patsche. Also gut, den Inhalt der Kiste kannst du haben. Es ist gestohlen. Aber lass uns da mal ein Auge zudrücken, okay? Ich bin halt eine Diebin, was soll ich machen?
Dankeschön. Und behalte das Ganze für dich, okay? Ja, mach ich. Danke für die Hilfe. Was ist hier eigentlich, wenn man zu diesem Zeitpunkt die Diebin noch nicht gemacht hat? Nee, man muss die Diebin gemacht haben, oder? Nee, muss man gar nicht. Ich habe dich gesehen, mein kleines Mai-Mai. Du hast ein verirrtes Mai-Mai gefunden. Bring es zu Mama Mai-Mai. Aua. Wir kommen jetzt dann an einen Ort, wo wir viel, 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 viel und noch viel mehr Geld brauchen. Das ist total scheiße, Mann. Ups. So, das hier, liebe Leute, ist der nächste Dungeon. Wir können da auch mal reingucken, allerdings werden wir nicht so viel anstellen können wegen... Ach, lass nicht. Wegen diesem Stein. Nämlich ist es so, hier ist alles überflutet. Und wir können hier nicht rein. Das war's. Dungeon fertig. Dum, 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 dum. Tja, blöd. Spiel vorbei. Können wir wohl nichts dran ändern. Natürlich können wir was dran ändern. Das wäre doch gelacht. Und ich weiß auch, wo es diese Sachen gibt, die wir benötigen. Denn das geht nicht mit einer normalen Bombe. Die ist nämlich zu schwach. Deswegen gehen wir mal... Aua! Warum tust du mir weh? Nee, warte, wo war das? Wo war denn der Typ? Oh nee, hier gehen wir irgendwann mal hin. In später, ferner Zukunft. Aber wo war denn der Typ? War der nicht hier? Ich höre Mai Mai. Also echt mal. Hier ist mein Haus. Problem. Ich habe vergessen, wo der Heini war. Scheiße. Aber der war hier in der Nähe auf jeden Fall. Hier unten gibt es nämlich nochmal so einen großen Felsen zu sprengen. Ich dachte echt, dass ich da links hin muss. Oh Gott. Orientierungssinn for the win. Aber viel mehr Möglichkeiten habe ich doch von hier aus gar nicht. Ich darf auf jeden Fall nicht die Welt wechseln. Der muss hier irgendwo sein. Wo war denn der? Hier brauche ich auch so eine Superbombe. Größer. Das habe ich hier schon alles aktiviert. Warum ist dann die Kiste noch nicht auf? Ah, hier ist er. Und zwar... Hier gibt es... Gleich Mai Mai. Na, und hier geht's ins Dorf der Verbannten. Warte mal, kann ich da den Film verkaufen zufälligerweise? Wenn ich gerade schon mal da bin. Lass mich durch, ihr komischen Typen. Hallo, ich hätte gerne eine Fluchtfrucht. Gibt's nur in der Lichtwelt. Gut, dann machen wir das später. Später. Später, später, später. Bam. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Danke sehr.
Versuche ich das Mai Mai. Ist das Mai Mai? Ich höre die ganze Zeit Mai Mai. Also jetzt gehen wir erstmal da rein. Na Kumpel? Hi, hi, hi. Tritt ein, bring Frieden rein, Mann. Alles ausverkauft, yeah. Ich habe nur noch die größte Donnerblume im Garten, Mann. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Macht Spaß, mit dir zu reden. Reden ist eine gute Sache. Die große Donnerblume macht dich locker, Mann. Gegen eine kleine Gebühr gehört sie dir. Nur einmal zahlen, du kannst so viele nehmen, wie du magst. Ein Bombenangebot, Mann. Hey, Donnerblumenkind. Yeah. Ja, wie viel willst du dafür? Yeah. Mann. Kabam. Mann. Ja, muss ich jetzt nichts dafür zahlen. Danke, Alter. War es nicht hier sogar? Nein. Da ist es ja. Komm. Bombi. Bam. Die sind übelst geil. Allerdings darf die nicht in Berührung mit Gegnern kommen. Was das Ganze dann schon wieder etwas schwieriger macht. Na, Schwein. Alles klar. In einer Stunde muss ich meine Medikamente nehmen. Okay. Ich glaube, insgesamt muss man da bestimmt 1000 Rubine reinschmeißen oder so. Ich weiß auch nicht mehr, ob man eine Flasche bekommt oder ein Herzteil. Das habe ich vergessen. Eins von beiden. Boah, eigentlich sollte ich mal die goldene Soße kaufen. Oh, ich wollte sie gar nicht aktivieren. Komm mit. Von diesen Dingern brauchen, würde ich sagen. Gehen wir zuerst an die Stelle, die weiter weg liegt. Würde ich sagen, würde ich vorschlagen. Ja, das ist ein guter Plan. Nein! Alles umsonst! Bombenviecher, echt? Ja, gell? Alles deine Schuld, Mann. So. Ich muss mal kurz da oben rein. Da gibt's nämlich irgendwo ein Mai Mai, das gerettet werden will, mich die ganze Zeit schon voll quietscht. Wie viel kostet denn das Spiel? Ich habe keine Lust auf das Spiel. Bei dem Spiel saß ich das letzte Mal, glaube ich, 5 Stunden oder so. Hallo, wie viel kostet's? Oh, ich habe gar nicht genug Geld. Schade. Das ist jetzt aber doof. Das ist das scheißeste Minispiel, echt. Zeig's euch mal. Ja, komm, lass mich Octoball spielen. Scheiße. Ah, doch noch erwischt.
Ich glaube, man braucht 100. Ja, hallo. Und wenn man 3 Vasen in Folge trifft, kommt ein Rabe. Und der gibt 20. Scheiße. Noch einen Ticken später. Ich wollte es nur noch einen Raben, dann habe ich es. Oh, sorry. Das ist zwar echt schwer, das Minispiel. So. Wow, über 100, yeah! Da, hier, ein Herzteil, danke, Mann. Ciao. Ich bin ja froh, dass ich das hab. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Das schwerste Minispiel im Spiel. Also ich finde zumindest, dass das schwerste Minispiel im Spiel ist. Minispiel, Spiel, 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 Minispiel. Komm mit. Komm. Komm, Bombi. Darf ich euch mein Date vorstellen? Bombi. Sie ist so heiß wie eine Bombe. Aber wenn sie sauer wird, dann explodiert sie. Wortwörtlich. Bombi. Bombi! Wow! Und noch ein Herzteil. Und Geld. Sehr geil. Und noch mehr Geld. Wenn ich 600 habe, gehe ich wieder zum Brunnen und schmeiß wieder 200 Rubine rein. Würde ich mal vorschlagen. Aber jetzt brauchen wir nochmal Bombi. Ist das nicht schön? Ja, ich speichere. Ist ja gut. Warum sollte ich den jetzt unbedingt speichern? Wegen den 2 Herzteilen oder was? Mal geschafft. Aua. Ich glaube, wenn man das länger spielt, weil man es sie ums Verrecken nicht schafft, dann lernt man das ein bisschen. Komm mit, Bombi. Du musst keine Angst haben. Ich beschütze dich. Vor Gestalten wie dem da. Und dem da. Und dem da. Und natürlich dem da. Und dem hier auch. Und dem da unten auch. Das Bombi! Bombi ist meine Traumfrau. Viel besser als Zelda, redet nicht so viel. So, und ihr seht... Und den Enterhaken zum Dungeon zu kommen. Jetzt will ich speichern. So Leute, ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part zum nächsten Dungeon. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss.